Dann kommen wir noch für morgen zu unserer nächsten Patientin. Wir haben ja die letzten Tage schon öfters mal über den Fall diskutiert. Die Dame ist jetzt 85 Jahre alt, hat ein Talgdrüsenkarzinom in der rechten Leiste entwickelt. Da sieht man auch den aktuellen klinischen Befund. Das ist jetzt leider sehr unangenehm für sie, weil es auch exulzeriert ist. Wir wollen im Endeffekt den Tumor en bloc resizieren, zusammen aber dann auch mit den Leistengefäßen und mit dem Nervus femoralis, weil die alle in den Tumor eingewachsen sind. Deswegen wurde sie uns ja dann auch von auswärts letztlich zuverwiesen, weil die Kollegen sie zwar vorbestrahlt haben, aber dann gesagt haben, dass ihnen die Tumorresektion zu heikel wird, wenn man eben alle funktionellen Strukturen auch mit resizieren müsste. Wir haben lange jetzt mit ihr geredet. Natürlich ist eine große Operation auch in einem gewissen Maß eine risikobehaftete Operation, aber die Lebensqualität von ihr ist so in dem Moment jetzt auch nicht mehr gegeben durch die ganze Situation mit diesem exulzerierenden Tumor. Wir planen dann, wie gesagt, den Tumor zu resizieren, die Arteria und Vena femoralis zu resizieren, auch den Nervus femoralis zu resizieren, weil alles durch den Tumor durchläuft. Dann wollen wir die Leistengefäße mit der Vena saphena von der gleichen Seite über Interponate rekonstruieren. Und dann wollen wir im Endeffekt den Defekt verschließen mit einer gestielten Dieblappenplastik. Und die Kniestreckung wollen wir mit einer Gochtplastik als motorische Ersatzplastik rekonstruieren. Das heißt, wir würden im Endeffekt die Bizeps-Femoris-Sehnen und die Sehne vom Gracilis auf die Quadrizeps-Sehne umlagern, damit sie dadurch quasi mit den eigentlichen Beugern vom Kniegelenk wieder eine Streckung erreichen kann, die eben funktionell dann wichtiger ist, dass sie auch noch laufen kann hinterher. Wann ist mit einer Regeneration da oder beziehungsweise dann mit einer Gehfähigkeit zu rechnen? Und hat sie dann eine Funktion, dass sie auch tatsächlich wieder gut damit laufen kann? Also wir sind eigentlich schon zuversichtlich, das ist tatsächlich eine eher seltenere Operation, muss man schon sagen, weil die Indikation auch seltener ist. Häufig würde man, wenn es jüngere Patienten sind, wenn es keine so lange Strecke ist, wo man den Nerv resizieren muss, auch eine Nervenrekonstruktion sich vorstellen. Aber jetzt in ihrem Alter und in dem vorbestrahlten Situs passt sie dafür ganz gut. Sie hat eigentlich 6 Wochen Rückstellung hinterher in der Schiene, in so eine Genucast-Schiene im Endeffekt. Und dann wird man es auftrainieren Stück für Stück, dass sie halt 20 Grad Beugung mehr pro, also immer so Wochen, 2 Wochen Abschnitte auftrainieren darf. Dann nach 6 Wochen muss die Sehne eigentlich so stabil sein, dass das dann geht. Und dann kann sie damit Stück für Stück eigentlich auftrainieren. Und eigentlich sind die Ergebnisse ziemlich gut. Also die können dann auch wieder auf unebenem Gelände gehen, können auch wieder Treppen gehen. Also das ist natürlich jetzt nicht so wie vorher. Aber ohne die Rekonstruktion wäre halt gerade so eine Streckung, wenn es halt wirklich unebenes Gelände ist, Kniestabilisierung in unebenem Gelände und auch Treppen gehen und so, in der Regel nicht mehr möglich, sodass das eigentlich von den Ergebnissen recht gut wird, muss man sagen. Ja, und deswegen hoffen wir, dass sie da auch dann profitiert und dass sie halt dann auch noch eben Lebensqualität davon gewinnt, dass sie halt zum einen den Tumor los wird und dann aber auch nicht bettlägerig wird, sondern dass sie dann hinterher auch eine ganz gute Funktion hat, dass sie dann eben auch noch weiterhin mobil ist, weil sie ja eigentlich auch noch zu Hause lebt und da auch wieder hin zurück möchte. Mhm.